Arbeit, Anerkennung und wahres Wiederaufleben. 1949, Gründung durch Carlo Arbeit. Was wurde uns alles an Abenteuern, Aufregungen während seines ersten Lebens, von Arbeit angeboten? Für jene, die es vielleicht nicht wissen, ist Carl Arbeit, in Wien in Österreich geboren. Im Jahre 1945 wandert er in Italien aus. Nachdem er seine Karriere als Konstrukteur, Entwickler von Auspufftöpfen begonnen hat, wird er im Jahre 1949 mit Armando Scagliarini die Gesellschaft Arbeit & Co. in Turin gründen. Im Jahre 1950 wird er eine lange und dauerhafte Zusammenarbeit mit Fiat beginnen. Das wird mit den Fiat 600 starten. Dann werden die 750, 850 und 1000 folgen. Im Jahre 1971 wird er Fiat seine Firma verkaufen und stirbt 1979 in seinem Ursprungsland. Die Jahre vergehen, und Fiat Abarth wird nach dem Ritmo Abarth 130 TC in einen Halbschlaf hineingehen. Neue Zeiten, neue Leitlinien. Im Juni 2007 rüttelt Fiat seine staubigen Schachteln und beschließt, noch einmal Arbeit ins Leben zu bringen. Allerdings nicht unüberlegt. Es wird beschlossen, dass Arbeit in seinem zweiten Leben eine unabhängige Marke werden wird, das unabhängig verwaltet wird. Fiat kontrolliert allerdings 100% das Kapital. Heute sprechen wir über die Schweiz. Seit diesem Jahr in der Schweiz eingeführt, hat Arbeit eine dynamische und wirksame kleine Struktur aufgebaut. Ein Netz aus sorgsam zusammengesetztes Spezialisten auf allen Niveaus umfasst 7 Konzessionäre, die Marke in seiner schönsten Umgebung vorstellen. Sie werden von 7 Zubereitern unterstützt, dann kommen noch zusätzliche 7 Dienstgaragen. Nach den Informationen, die Thomas Schneider, Verantwortlicher für die Marke Arbeit in der Schweiz geliefert wurden, ist vorgesehen, das Netz zu etwa 30 Garage Dienste auszubauen. Ereignis. Traditionmäßig hat Arbeit ihre Ankunft in der Schweiz mit einer sportlichen Veranstaltung eingeführt. Arbeit hat in Linier bei Langeveville auf der Piste des TCS eingeladen. Die Eigentümer von historischen Arbeits wurden zu einer Regelmäßigkeitsrallye eingeladen. Diese startete von Bern und endete in Liniere. 30 Fahrzeuge am Start. Fahrt, die von Adriano Simarosti kommentiert wurde, ein Journalist, Freund von Carlo Arbeit. Bei ihrer Ankunft auf der Piste haben sie ihre Junioren wiedergefunden, die mit den neuen Arbeit proben. 300 verkehren bereits in der Schweiz. Arbeit sieht vor, 800 nächstes Jahr zu verkaufen. Immer traditionmäßig hat Arbeit beschlossen, stark in der Schweiz zu starten. Sie haben Olivier Libouret, wohlbekannter Pilot aus dem Jura, rekrutiert, um den Grande Punto Arbeit S2000 beim Rallye International Duvali zu führen. Olivier Libouret hat uns anvertraut, dass der Arbeit S2000 ein wahres Rennfahrzeug mit starkem Potenzial ist. Da Olivier Libouret den RIV bereits mehrmals mit verschiedenen Fahrzeugen gewonnen hat, kann man davon ausgehen, dass er zumindest das Gleiche für dieses Jahr wünscht. Nachdem wir die verschiedenen verfügbaren Abarth-Modelle getestet haben, endete der Tag mit der Preisgabe für die Rallye- und Regelmäßigkeitswettbewerb. Jean-Louis Vidal 2008.